Good morning, zum nächsten Tag hier. Ja, wir befinden uns gerade schon im Philadelphia Market. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding hier richtig heißt, wo die ganzen Fressstände hier drin sind. René und Conny sind gerade da, die haben sich hier gerade einen Bagel geholt. René holt noch was zu trinken, hat mir was mitgebracht, einen schönen Orange Juice. Meerman Orange Juice. Ich esse hier morgens lieber. Ja, ich bin nicht so ein Frühstücker, Alter. Bei mir, für mich wäre ein Premium-Frühstück so eine Packung Himbeeren, Alter. Aber die habe ich hier nur am ersten Tag gekriegt. Seitdem gibt es keine Himbeeren mehr. Das ist sehr belastend. Ich versuche heute mal wieder mit Kamera mitzunehmen. Weil heute ist eigentlich nichts so, wo wir keine mitnehmen dürften, außer am Abend Raw. Da geht wieder nur mit Handy. Aber dass wir den Tag heute mal wieder so ein bisschen Kameraqualität haben, damit hier mal, ja, ein bisschen Qualität auch wieder in die Vlogs reinkommt. Das kann ja nicht sein, dass die so hingerotzt werden hier, so eine Scheiße. Die anderen Jungs holen sich wieder irgendwie Fleischkonsum, ich weiß es nicht, ja. Fettes Steak Baguette oder was weiß ich nicht was. Plan für heute ist, wir gehen jetzt nochmal in die WWE World. Wir wollen nämlich heute jeder einen eigenen Entrance machen. Die haben da richtig was aufgebaut. Habt ihr wahrscheinlich in dem ersten Vlog schon gesehen. Da wollen wir heute mal dran, dass wir da Gas geben. Und ich sehe hier Himbeeren, René, my man. Ich gehe die mal eben bezahlen. So, und da sind wir wieder. Mit Santos und mit Jade Cargill. Ich weiß gar nicht, wer heute in der World ist. Ich glaube LA Knight, wenn mich nicht alles täuscht. Yeah. Ich hoffe, man hört das Mikro, weil das ist hier vorne. Hallo. Der tägliche Gang. Wobei, tägliche Gang ist nicht richtig. Gestern waren wir tatsächlich nicht hier. Ich habe gestern mal eine kleine Pause von der WWE World genommen. Und ja, jetzt muss ich wieder durch den Check. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon durch. René und Jay auch am Start. Letztes Mal. Auch egal, auch wenn es ihn nicht mehr gibt. Du bist auch wenn der Tribal Chief entthront wurde, ist der Tribal Chief immer noch mein Tribal Chief. Aber das sieht auch gut aus, ey. Da hinten der Fleischkönig. So, Montag und da baut sich auch wieder eine Schlange auf. Der Tag nach WrestleMania. Bin ja mal gespannt, wie jetzt so die Stimmung da drin ist. Es ist halt so krass, vor zwei Tagen haben wir noch gesagt, ey, das ganze Krasse steht noch so vor uns. Und jetzt haben wir heute schon wieder nur noch Raw After Mania. Und dann geht's morgen Abend schon wieder Richtung Germany. Am Ende geht das halt trotzdem immer zack, zack, zack und dann ist hier Schicht im Schacht. Aber wir genießen die letzten zwei Tage noch. Wir haben jetzt auch ein bisschen, ja, nicht entspannteres Programm, das war ja trotzdem alles richtig geil so. Aber wir haben jetzt einfach so, wir können die Zeit jetzt mehr noch so für uns gestalten, ne? Weil wir erst am Abend, wie gesagt, Raw After Mania haben. Jetzt können wir den ganzen Tag so ein bisschen gucken, was wir machen. Maybe gehen wir zu den Hockey-Treppen. Müssen wir mal schauen. Jetzt machen wir aber erstmal den Entrance, Junge. Ja, ich Bock drauf. Okay, ich werde besser. Let's go. Bist du hübsch? Ich hab mich voll geschissen. Entrance ist fertig. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie ich den zeigen kann. Wir haben NWO gemacht, das wird halt weggestrikt. Ich versuche mal irgendwie eine Lösung zu finden, dass ich das hochladen kann hier oder in den Block einbauen. Aber hier ist die Musik auch gerade sehr laut. Strikeify ist sehr hoch, wenn Cody da hinten läuft. Wir befinden uns hier gerade an der Tattoo Station und nicht, weil wir irgendeinen dummen Einfall haben. Nein. Wir wollen nur mal gucken. Wir wollen nur mal vielleicht uns ein kleines Andenken mitnehmen, sagen wir jetzt mal so. Aber mal gucken, was das hier so kostet. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht das Gefühl dafür. Ja. Oha. So wird es dann aussehen. Oha, geil. Ja, Ladies, für mich ist das Thema Tattoo leider eher beendet, als es überhaupt angefangen hat. Ich wollte mir hier auf diese Fläche, wollte ich mir das Michaels Herz stechen lassen. Der Tätowierer hat auch absolut Bock gehabt da drauf, sagt aber, ey, das wird absolut dope aussehen, aber ich darf es nicht stechen. Weil die dürfen hier auf der Messe keine Hand tätowieren, kein Hals tätowieren, Nacken und sowas und keine Füße tätowieren. Alles andere geht und ich will das wenn da auf der Hand haben, also hier zwischen, wo ich noch Platz habe. Und dann, ja, da macht es keinen Sinn. Ich hau das jetzt nicht irgendwo hin, nur damit ich mich jetzt hier stechen lasse. Wenn, dann will ich schon eine Stelle haben, wo ich sage, das könnte da knallen. Ja. Somit wird es wahrscheinlich dann nur Kalle und Conny sein, die sich tätowieren. Baby, ich weiß aber auch noch nicht, weil sie um 11 Uhr das nächste Appointment schon hat. Aber wegen Baden, ja. Mhm.
und ich will halt eigentlich unbedingt sie haben, weil sie mir direkt einen guten Vibe gibt. Ja, ja, ja. Da stimmt das Dings, ja. Deswegen meine ich, ja, so gerne. Aber da, Hauptsache Kalle kriegt es. Kalle ist gleich fertig, ne? Ja. Schauen wir mal bei ihm. René auch am Struggle, die Mangel. Und ich glaube, René knackt es gerade, dass ich nicht mache. Wir sind schon. Ich mach mit dir alles. René macht für die Cheesesteak. Ich hätte sofort gemacht, ich wäre sofort dabei gewesen. Ist auch easy mit PayPal zahlen. Preise sind auch okay. Das wäre in Ordnung gegangen. Ich glaube 150 oder so. Das ist auch Standardpreis. So, wenn Hand nicht funktioniert bei mir, wie gesagt, ich hau da nirgendwo anders hin. Sonst, das bleibt ein Leben lang. Das ist sehr schade. Ich glaube, René würde sich jetzt safe stechen lassen, wenn straight jemand frei wäre. Ich glaube, er würde sich hinsetzen. Er würde dann sagen, ja komm, jetzt let's go. Aber vielleicht wird es noch was, vielleicht nicht. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall das Endergebnis von Kalle. Ich habe einmal kurz überlegt, ob ich es lila mache tatsächlich. Also, dass ich den Schriftzug lila mache, weil es halt dann zu dem anderen lila passen würde. Aber Original ist Original. NWO ist NWO. Awesome. Ja. Wie war es an der Stelle? Also es hat ein bisschen gezubbelt, aber das war's. Also ich meine, das ist jetzt auch kein kompliziertes mit krassen Schattierungen. So. Da fährt die einmal drüber mit dem Mähdrescher so, einmal mit der Feinen und dann mit dem breiten Gerät und dann war's das. Aber ja, nö, war super. Hat auch wieder mal Spaß gemacht, sich tätowieren zu lassen. Also ist jetzt bei mir tatsächlich schon ein paar Jährchen her, deswegen ganz geil. Ich kann nicht. Kannst nicht? Nein, tätowieren keine Hände. Ach so, echt? Wegen Auflagen, ja. Keine Füße, keine Hände und kein Hals. Ach echt jetzt? Ja, und aber vielleicht, weil die jungen Hüpfer hier vielleicht vorbeikommen, ja, weißt du? Und dann haben die keine Zukunft mehr, weißt du? Safe. Das ist halt so das Ding. Ja, verstehe ich irgendwo. Ah, krass. Deswegen fällt es für mich flach, aber René springt für mich ein. Er macht die RKO? Ja. Ja, ich glaube, hier let me in als Arschgeweih, glaube ich. René lässt sich gerade stechen. Ich bin nicht neidisch, aber ich hätte auch Bock gehabt. Aber ja, Kalle, René und ich gehen jetzt einfach nochmal zum Superstore, einfach nochmal um zu gucken, wie es an Tag 1 aussah und wie es jetzt am letzten Tag aussah da drin. Kaufen werde ich, denke ich, nichts mehr. Was sagst du jetzt? Ja, sag niemals nie. Hey, mach mal ein Entrance, Junge. War gut. And it's been going on a long time. And yeah, it was a great. Beste Fick. So, komplett Panne, die wollten uns da nicht mehr reinlassen, obwohl wir hier Bänder haben für All Day. Keine Ahnung. Der hat sein erstes Fett. Was ist dein erstes Tattoo? Diese weiteren werden jetzt folgen. René wird auch kriminell. Als nächstes wollte ich mir hier den Taker irgendwie so. Den Trainer hier. TX oder so. Aber schöne Sache. Ey, schöne, ja, schöne Sache. Hätte ich heute Morgen echt nicht gedacht. So, wir sind jetzt raus und wir sind ein bisschen abgecrackt hier von dem Wetter, Junge. Was ist denn da los? Hier kommen gleich die Chamäleons an den Bäumen. Hier, die Chamäleons kommen an den Bäumen, Junge. Absolute Tropenklima hier. Ey, das ist echt warm. Also heute fühlt es sich an wie 22 Grad, 17,5 Grad. Aber die fühlen sich an wie 18. Wir gehen jetzt erstmal kurz zurück zum Hotel. Und dann werden wir zu den Rocky Treppen wahrscheinlich fahren müssen. Weil laufen wir ein bisschen, glaube ich, zu lange. Und joggen da hinten? Und wir haben jemanden, der hat hier joggen da hinten. Die ganze Treppe hochlaufen. Okay. Schöne Sache. Sinkt denn hier rum, Junge? Die campen immer noch vom Hotel. Da waren wir an unserem ersten Abend, haben wir davor gecampt wie die Idioten. Schöner vorletzter Tag hier. Welches ist der letzte Tag? Naja, der fliegt ja nach Madrid, Junge. Das ist aber noch mehr Copacabana. Kannst du dich schon mal gewöhnen an dich, Alter. Copacabana? Das Klima, Junge. Hat das Klima? Freunde, ich habe mich umgezogen. Meine Michaels-Jacke ist an und wir sind da. Da hinter uns sind die Rocky-Treppen. Wir sind ja in diesem hier sehr laut, weil hier ein Ice-Truck ist. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe halt wirklich nur diese Schlange da. Doch, die Schlange ist halt Real Talk für die Rocky-Statue. Die steht halt da unten. Aber da oben ist ja, glaube ich, auch noch was. Ne, im Film steht da oben noch irgendwas. Ich bin so happy, dass das Wetter mitspielt. Es ist halt so angenehm halt. Die Jacke ist halt nicht dick. Aber das ist schon geile Nummer, Alter. Geil, wenn wir hier noch die Mucke so spielen würden, aber. René, geh durch, ich hab Handtuch hingelegt. Da sind die Treppen. Es muss so krass aussehen, wenn du da oben stehst, weil da hinten ist halt dieser View.
glaube, in dem Film war Winter so, ne? Winter, Herbst rum. Sieht tatsächlich ähnlich aus. Und heute soll wohl noch eine Sonnenfinsternis sein. Also, wir wahrscheinlich dann Total Package. Ich weiß aber nicht, ob wir zur Sonnenfinsternis noch hier sind. Aber irgendwelche Aufnahmen versuche ich dann natürlich auch mit einzufangen. Ich habe mir eigentlich geschworen, ich werde da nicht hochrennen. Jetzt stehst du aber hier vor und denkst dir, ey, ist schon geil, irgendwie von sich behaupten zu können, gerade wenn du Fan dieser Reihe bist oder auch Sylvester Stallone-Fan bist, dann musst du da eigentlich hochrennen, oder? Ich guck mal, wie ich das mache. Ich renne hoch, wenn René holt. Du bist ja kriminell, Junge. Stell dich mal ein bisschen weiter weg von mir, Alter. Gibt's doch bald gar nicht mehr, hör mal. Aber so ein bisschen Sightseeing und dann ist da natürlich eine, sag mal, prestigeträchtige Stadt. So, wir haben tatsächlich, glaube ich, auch ein, zwei Spots von Gesetz der Rache gesehen. Der Film wurde ja, meine ich, auch hier gedreht. Das ist schon geil. Das ist einfach geil. Ne? Schön. Acknowledge the BVB. Herr BVB. Herr BVB. Was ist das denn für eine Scheiße? Also, sorry. Und er stolpert sich da nach oben, Alter. Hey! Good job. Good job, Steini. So, nächste Uber-Fahrt später befinden wir uns jetzt an den beiden Hotspots. Was Philly Cheesesteak angeht. Einmal Gino's und einmal Pets King of Steaks oder was das steht hier. Den haben wir tatsächlich, bevor wir hingeflogen sind, haben uns da mal ein paar YouTube-Videos angeguckt und das waren tatsächlich die beiden, die heißesten Tipps waren, was angeht hier Philly Cheesesteak. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. René wird wahrscheinlich beide testen. Da könnt ihr auf jeden Fall im Vlog abchecken. Und bei mir kriegt ihr nur schmeckt oder schmeckt nicht. Wo ich hingehe, weiß ich nicht. Ja. Das ist hier aber ist hier so eine richtige Dings. Ja, da ist ein Basketballfeld. Daneben ist ein Fußballplatz. Der sieht aus, als würde da noch nie drauf gespielt worden sein. Weiß ich nicht. Da wächst der Löwenzahn raus und keine Ahnung was. Ist die Question, wo wir hingehen. Maybe splitten wir uns? Ich weiß es nicht. Ich bin aber, glaube ich, eher für den hier. Weil den habe ich auch mehr im Video gesehen. Ich weiß nicht. Gino's? Schwierig. Die einen werden wahrscheinlich sagen, nimm den. Die anderen werden sagen, nimm den. Ich werde mal looken. Ich glaube, wir sind auch noch nicht alle so entscheidungsfreudig. Ich schließe mich der Mehrheit an. Eigentlich ist es mir egal. Ich habe nur Hunger. Teilen wir uns ein? Ja, lass lieber teilen. Oh, wir teilen uns ein. Okay. Und dann teilen wir uns da drüben auch eine. Sollen wir die beiden testen? Ja, gerne, voll gerne. Check. Bester. Habt ihr euch geküsst? Küsst ihr euch auch danach dann, oder? Ja, danach. Wir essen den zusammen auf, den Cheese. Ja, jeder ein Ende. Wer als erstes in der Mitte ankommt. Ja, ja. Yeah. 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 Junge, was ist das denn, Alter? Oh, schön in der Mitte. Haben wir hier ein Klo? Oh. Boah, unnormal. Jetzt reißt es in der Mitte. Hey. Ich bin auch ein starker Mann. Guten Hunger, ne? So, Ladies, wir haben jetzt gegessen. René hat gerade bei Gino's noch das zweite Ding geholt. Und wie das Fazit war, das seht ihr bei ihm im Video. Hier kann ich nur sagen, der war echt lecker. Muss ich sagen. War gut. Was da hinten passiert ist, das werden wir dann sehen. Aber wir sind, denke ich, alle satt, oder? Ja. Ja, vielleicht kommt da mal noch was raus. Vielleicht kommt noch mal was. Ja, da müssen wir schauen. Also, kann uns noch ein drittes raussuchen. Oh, wenn ihr planen mal zum Gino's zu gehen solltet, ihr habt noch relativ Zeit am Mann. Ich weiß nicht, wie lange der überlebt. Aber hier war wirklich sehr, sehr lecker. Also, obwohl es so eigentlich völlig simpel ist. Ja, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Cheddar. Sie bringt ja auch. Zwiebeln reingeschnibbelt, so ein Baguette-Brötchen. Ja, den Geschmack der Soße muss erstmal so. Ja gut, das stimmt. Also echt sehr, sehr lecker. Ist dem Hype gerecht geworden. Je nachdem, wo man es kauft. Das kann man nicht festhalten. Ja, wir lassen jetzt hier noch ein bisschen ausgehen. René muss tatsächlich gleich schon zum Flughafen. Für den guten Mann endet die Reise hier. Wir sind heute Abend noch bei Raw After Mania. Ich denke, da werde ich wieder
die Handykamera rausholen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so Pisse von der Bildqualität. Ich sehe das halt hier nicht. Ich ziehe das nur auf dem Laptop, dass ich die Dateien zu Hause habe. Ich sehe das wahrscheinlich erst zu Hause, wenn ich schneide. Aber dann wisst ihr da auf jeden Fall Bescheid. Und wir haben jetzt hier noch einen guten. Ja, Kalle guckt nebenbei auf Handy Spandau, die zocken gerade. 0-0 nach 2 Sekunden. Aber dann ist der letzte. Und? Tor? Boah, rüdes Vorwurf. WrestleMania ist vorbei, aber rüdes Foul. WrestleMania ist vorbei, hat er gesagt. Bis später. Und zurück am Hotel und dieser gute Mann muss jetzt weiterziehen. Hey, ich verabschiede mich von dir. Jetzt fahren wir eigentlich an das Flugzeug, mit dir die Zeit zu verbringen. Es hat super viel Spaß gemacht. Das war echt geil. Hat super auf, Spaß gemacht. Auf den nächsten Trip. War eine geile Konstellation. Ja, ja, safe. Auch mit den zwei Pappnasen hier. Ich gehe jetzt auch gleich ins Hotel, weil mir drückt der Darm. Danke nochmal, ey, an deinen geilen Kinostick, der war hervorragend. Also, ey. Und dann schalte ich jetzt gleich um. Sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder per Handy. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Nee. Einen vorzüglichen Flug und für dich geht es weiter zur Champions League. Ja. Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. So. Vielleicht siehst du Ramsey. Hab ich schon. Wobei der ist Mexikaner in Spanien. Ja. Hat's gut. Tschüss. Jetzt gleich wieder Speed Matches, WWE Live. Könnt ihr einmal Danke sagen? An den lieben Gott möchte ich einmal Danke sagen. Vor allem an Gino Felix. So, wir stehen. Vor Monday Night Raw und hier ist einfach alles, also so wie es hier aussieht, sieht es einmal ums komplette Stadion aus, ne? Also wir haben überhaupt keine Ahnung, da hinten ist eine Tür zum Beispiel, da geht aber irgendwie keiner durch. Aber hier geht gar nichts. Alle da, René da, Conny da, Anne da und Jay ist nicht da. Wo ist denn Jay? Jay hat keine Lust. Ist abgehauen? Ja, der wartet auf WrestleMania. Der dachte, heute ist auch noch Night 3 so. Der ist schon. Wo ist denn? Wo ist Jay? Anscheinend haben wir Jay verloren. Ich weiß nicht, wo der ist. I don't know. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme heute wirklich den Rest kriegt. Und bitte nicht wieder so eine Mania, so Mania wahrscheinlich, alles klar, bei mir läuft. Bitte nicht wieder so eine Raw serviert bekommen wie letztes Jahr, Alter. Bitte tu das nicht nochmal. Gib mir heute, es muss ja kein MJF sein, ja? Der wird ja eh nicht da sein, aber so ein MJF wäre halt cool. Bisschen Trash-Talk muss sein, ist hier mittlerweile vor Ort so ein Running-Gag, also tatsächlich nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen, die hier rumstehen auch. Ich rechne mal damit, also ich glaube schon, dass irgendjemand wiederkommen wird. Ich glaube nicht an ein Debüt, eher an ein Comeback. Meine Calls wären jetzt mal Sheamus, Braun Strowman. So, das wären so meine Kandidaten. Damit könnte man eventuell rechnen. Vielleicht passiert aber heute wieder gar nichts. Das weiß ich nicht. Aber wenn es die neue Paul Levesque-Ära sein soll, dann will ich heute was sehen. Ja. Und damit ein letztes Mal. Hello aus Philadelphia. Raw After Mania, Ladies and Gentlemen. Die Plätze sind wieder vorzüglich. That is no problem. That is our Reihe hier. Wir sind René the Wrestler from the Germany. And that is the Jay with the nachos. Mit Käse. Delicious or? It's really delicious. Dilly delicious. Ich weiß halt nicht, was ich hier aufnehmen kann, Alter. René, sein halbes Video wurde hier von SmackDown zerschossen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was ist los? Hey, hier kommt Raid rein. Danke für den Raid. Raid, ey! Wir haben es ja weit gebracht, Alter. Wir haben ja einen richtig krassen Aufstieg. Ja! Guck mal, der kann sogar lachen, Alter. Und. Wow! Ich das nochmal erleben darf, Alter. Ivar kriegt ja absolute Pops, ne? Was ist das denn, Alter? Geht denn hier ab, Junge? It's time to play a game! Ja, let's go! Let's go! Let's go!
You all made something very special happen. Genos! Welcome to a new era. So right now, so hübsch. Was ist denn da los, sag mal? Don't you ever break my heart again. You smell what the final boss is cooking. You're talking about a real person and not little Jimmy, right? Yes, I am. Never been particularly great at math here. Can I get the lights for just 1 second, please? Yeah. I was just... Licht an! Omos. Ah, Zementa für den Riesenhut. Zementa, der hat dir nichts getan, kein Problem. Der schmeißt sich da rum, mit Zementa fängt fast an zu weinen. Ne? Ja. Genos, 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 Genos. We're gonna send them home happy today, main event Jey Uso, who, by the way, just won the main event. What you wanna do, boy? Huh? Can I sign my shoe and throw it out there, though? Eat! Listen up, we're gonna give away these shoes. And all the families at home that miss us when we leave, I mean it when I say this. We love you! Thank you, Philadelphia! Before I go, I'm gonna sign these, we're gonna throw them. Kein Thema, I promise the next time I'm back here, I'm gonna have my boots on. I know your dreams.
Freunde, Raw After Mania ist beendet und kann mir mal irgendjemand verraten, oder meine ich wirklich ernsthaft, ohne irgendwie sarkastisch oder so, aber wer hat eigentlich damit angefangen, dass bei Raw After Mania immer irgendwer debütiert, immer irgendwer Comeback feiert oder sonst irgendwas? Letztes Jahr war Matt Riddle, aber Raw After Mania waren die erste Stunde. Das war Raw After Mania für mich. Danach hat es sich angefühlt wie eine normale Raw. Ja. Also kein Plan. Der Main Event, wrestling-technisch gut. Aber der ist auch nichts Besonderes mittlerweile mehr. Außer gestern in dem Bloodline-Match ging das fit. Aber so, ja, ich weiß, für mich auch der falsche Gewinner. So. Dann gibt das Ding in Ricochet, dann kriegt er einmal sein Showing, lass ihn gegen Damien verlieren und dann ist gut. Aber Jimmy, da die ganze Zeit kriegt er ein Titelmatch nach dem anderen, egal ob schon gegen Rollins und was weiß ich nicht was. Also, ja, was geil war jetzt am Ende, war Punk nochmal so, ich glaube auch gerade für Kalle, der da ihn nochmal mitgenommen hat heute. Was habe ich mitgenommen? CM Punk. Ja, da ja Enzo Amore nicht da war, ja, das, muss halt CM Punk nochmal. Peinlich, nur Enzo hätte diese Raw heute schön gestalten können. Nee, also Raw war jetzt nicht kacke oder so, aber irgendwie. Also für mich hat sich nur die erste Stunde nach Raw After Mania angefühlt tatsächlich. Danach war es wie eine normale Raw. Ja, wie eine okay Raw. Ich hatte Raw ja noch nie gesehen live. Von daher war natürlich schon cool. Die Matches, also ich muss sagen, für mich hätten die einfach nur Leute reinholen können den ganzen Tag. Ja. Da wäre am geilsten gewesen und weniger Matches so. Da hast du dann Jade Cargill, die da 2 Minuten irgendwie, wenn überhaupt, ich auch nicht mehr ist, so, da brauchst du halt dann nicht. Entweder ganz oder gar nicht. War cool, dass dann die Champions alle nochmal reinkommen konnten, die neuen so. Das war cool. Cody Rock war natürlich heftig so, aber mal gucken, was daraus jetzt wird. Das war jetzt so ins Nichts, ins Blaue so irgendwie. Ja, muss man jetzt mal gucken. Nächste Woche beobachten. Erstes Pay-Per-View, was jetzt kommt, ist Backlash, glaube ich. Und dann mal schauen. Komisch, dass jeder Champ sich heute bei dem anderen Alten bedankt hat, irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Egal, ob die hier oder Face sind. Das ist die volle Weg-Ära. Die gehen alle weg. PG wird wahrscheinlich noch mehr PG, wenn ich dann heute gesehen habe, der Schmusekurs da. Aber ja, das ist die ungefilterte Emotion hier nach der Show. Ladies, wir sehen uns später im Hotel wieder. Wir werden es jetzt gleich auch möglich machen. Wir warten auf die anderen. Müssen jetzt auch gleich langsamer was sich hier einkludeln. Und easy, ey. Dann haben wir es. Ab zu Gino. So, Dolle, ich bin jetzt im Hotel wieder angekommen. Ich sitze hier an meinem schönen Schreibtisch, den ich in meinem Zimmer habe. Ich merke jetzt heute das erste Mal, dass meine Stimme so langsam angenockt ist. Aber nicht verwunderlich, bei 5 Tagen komplett Halligalli. Ich muss euch aber hier auch sagen, das ist der letzte Vlog aus Philadelphia. Morgen ist der letzte Tag für uns und da werde ich nicht mehr aufnehmen. Wir fliegen erst 19.40 Uhr, also wir hätten morgen noch den ganzen Tag, aber auch nicht wirklich, weil wir müssen zum Flughafen und alles check-in, dies, das. Das dauert hier immer so ein bisschen länger, haben wir anhand von NE erfahren. Deswegen war es das jetzt hier. War überragend. Also was soll ich euch da erzählen? Es war wieder ein absoluter Ausnahmetrip. Hier an der Stelle auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank an 2K. War mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Wir haben so eine geile Truppe hier beisammen gehabt. Alle zusammen, Jay, Kalle, Ernie, René, Conny und Anne. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, in der Konstellation, da würde ich überall hinfliegen. Ja, also es war super, super. Es hat überragend gebockt. Das ist Abschlussfazit heute zu Raw After Mania. Ja, ich weiß auch nicht, ob das bei Raw daran gelegen hat, dass ich so langsam aber sicher meine Batterie leer war. Ja, für mich war Raw After Mania tatsächlich gefühlt nur die erste Stunde. Danach hat sich angefühlt wie eine normale Raw. Aber keine Ahnung. War ein solides Ding am Ende. Dass Jay gewonnen hat, hat mich tatsächlich ein bisschen abgenervt. Nicht, weil ich ihn nicht mag, aber der hat schon gegen Rollins das Match gekriegt und was weiß ich. Und jetzt schon wieder. Ich hätte lieber Ricochet gegen Damien gesehen. Da hätte Damien dann auch gewinnen können. Aber Ricochet hätte mal so den Spot bekommen. Der hätte die letzten Wochen auch sehr, sehr gute Showing gekriegt. Und man hätte mal was anderes gesehen. Jetzt sehe ich wieder Jay da. Aber ja, muss man mal schauen, was daraus wird. Drew McIntyre, Punk, da werden wir, denke ich, eine Menge, Menge Spaß dran haben die nächsten Wochen. Ich hoffe, dass wir von Jade Cargill jetzt langsam mal ein bisschen mehr sehen, weil da reicht es mir jetzt auch mit, immer nur diese Häppchen. Bin halt einfach kein Fan davon, von so Squash-Dingern, ja, wo man einfach mal jemanden kurz zeigt, der zeigt da gefühlt nur einen Punch oder eine Close, und dann siehst du direkt den Finisher. Ich sehe da jetzt mittlerweile gerade bei ihr auch nicht mehr so viel Nutzen drin. Das ist hier wahrscheinlich auch ein Meckern auf hohem Niveau. Wobei, ist kein Meckern, ist ja einfach nur mein Empfinden, so. Ja, aber ansonsten, ey,
Dankeschön, ich hoffe, ihr habt die Vlogs hier ein bisschen enjoyen können und ich habe hier was Schönes draus zaubern können. Ja, der Trip ist jetzt zu Ende. Ich versuche jetzt meinen verkackten Koffer zuzukriegen. Das kannst du auch keinem erzählen. Auf dem Stuhl, wo ich hier sitze, den habe ich heute, bevor wir nach Raw gefahren sind, in meinen Koffer reingelegt drauf, damit dann alles runterdrückt. Weil bevor ich gefahren bin, habe ich den Koffer nicht zugekriegt. Ja, also, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber ja gut, ey. It is what it is. Ey, Daumen nach oben, ein Träumchen, Abo auf dem Kanal, falls du noch keins da gelassen hast. Wir sind Road to 100k. Das wird auch auf jeden Fall nochmal schön, wenn ich so einen süßen Playbutton mit meinem Namen oder mit meinem Nickname drauf bekomme, ohne irgendwas anderes. Ist eine schöne Sache. Das würde mich sehr, sehr freuen. Genug Blabla. Ich ziehe die Dateien jetzt noch auf den Laptop. Dann packe ich den Rest zusammen. Dann habe ich mir noch ein Stück Pizza mitgenommen und dann haue ich mich in die Falle. Bei uns geht es jetzt hier heiter weiter. Die Streams starten, haben wahrscheinlich schon wieder gestartet, wenn das Video hier ist, HHI. Aber hier geht alles gewohnt seinen Lauf. Und vielleicht haben wir bald schon zeitnah das nächste Announcement. Ich kann nicht mehr sprechen. Ey, macht's gut, ich bin raus. Tschüss. Das letzte Mal schreibe ich einen Text von WrestleMania Philadelphia. Hoffe, euch haben die Videos und Eindrücke gefallen. Erlebnisse, die mir keiner mehr nimmt. Auch wenn Cody heult wie eins Kind. Ist mir egal, soll heulen. Danke für euren Support auf die Videos. Das war es nun, die Reise ist vorbei. Auch ohne Fliegerei wart ihr hoffentlich trotzdem mit dabei. Denn es war WrestleMania in Philadelphia. WrestleMania in Philadelphia. Und nur kurz am Ende Freitag, den 19.04. machen wir einen Wrestling-Box-Breakstream mit einem Impeccable Case. Also notiert euch das, es wird geil. So.